Sonne für alle. In meiner Falkenberg-Schulzeit verdiente ich mein Geld hauptsächlich mit Musikkompositionen für Theater, Film oder Fernsehen. In Memmingen am Landestheater sollte ich die Musik für Lysistrata machen. Eine Band gäbe es bereits, erklärte mir der Dramaturg, und das Ganze sollte mehr so rockig-modern daherkommen. Ich fuhr also nach Memmingen, um die rockig-moderne Band kennenzulernen. Es war eine echte Überraschung. Ein Schlagzeuginhaber, der nicht Schlagzeug spielen konnte, immer nur wahllos wild in der Gegend herumtrommelte, vermutlich aus Freude am Geräusch. Ein Saxophonist, der kaum Saxophon spielen konnte. Ein paar Töne krächzte er zum Beweis, dass er theoretisch das Prinzip des Saxophonspielens durchschaut hatte. Wenigstens konnte er aber leidlich Gitarre spielen, nur hatte er keine Gitarre, deshalb war er vermutlich Saxophonist. Und ein Bassist, der einen Elektrobass vorweisen konnte, nur leider keinerlei Basskenntnisse. Dafür hatte er aber einen enorm lauten Bassverstärker und er konnte der Blockflöte passable Geräusche entlocken. Alles, was ich bis dahin komponiert hatte, so viel war klar, konnte ich gleich wegschmeißen. Es ging also von nun an nur noch darum, die Musikkompositionen den streng limitierten Möglichkeiten der Band anzupassen. Das Theater musste eine Gitarre organisieren, der Bassist sollte zum nächsten Treffen seine Blockflöte mitbringen und der Drummer sollte möglichst viel perkussives Equipment organisieren, denn Percussion würde zu dem Alternativprogramm, das ich mir überlegt hatte, und zur Blockflöte besser passen. Es stellte sich heraus, dass einer der Schauspieler auch noch leidlich Gitarre spielen konnte. Der wurde sofort in die Band integriert und das Ergebnis war, gemessen an den Umständen, am Ende sogar ziemlich brauchbar. Ich übernachtete immer bei irgendjemand vom Theater in Memmingen und so landete ich einmal auch bei Dago, dem Schlagzeuger. Der lebte etwas außerhalb in einer Landkommune zusammen mit einer damals üblichen Schar von Hippie-ähnlichen Gestalten, deren Hauptinteresse es war, möglichst viel Gras zu rauchen und möglichst wenig abzuspülen. Gemüse ernten oder Tiere füttern war okay, aber abspülen war uncool. Wir kamen mitten in der Nacht an und ich testete als Passivraucher noch das Homegrown Gras, bevor ich sehr müde mich auf irgendeine Matratze fallen ließ, ohne sie zuvor auf Hygienestandards zu prüfen. Am nächsten Tag schaute ich mich vor der Probe noch ein bisschen auf dem Gelände um und entdeckte über der Haupteinfahrt zu diesem Vierkanthof ein großes Transparent, das ich bis zum heutigen Tag nicht vergessen habe. Darauf stand Sonne für alle. Später bemerkte ich, dass sich die Kommunaden untereinander auch mit diesem Spruch begrüßten. Sonne für alle, Sonne für alle. Ich weiß nicht warum, aber ich war von der schlichten Botschaft dieses Transparents schwer beeindruckt. Ein guter, nützlicher Wunsch, in dem alles ausgedrückt war, was zum Zusammenleben der Menschen und Tiere vonnöten war. Sonne für alle. Es hätte auch draufstehen können, Wasser für alle oder frische Luft, aber das hätte sich irgendwie banaler angefühlt. Während Sonne für alle, für mich war drin, darin auch der Wille zum Guten enthalten, auch die Einsicht, dass kein Mensch freiwillig und absichtlich ein Arschloch sein will. Nötig waren daher Verständnis und Toleranz gerade gegenüber den armen Typen, die nichts Besseres drauf hatten, als als Arschlöcher rumzulaufen, solange sie ihre Arschlochigkeit nicht explizit und missbräuchlich zum Schaden anderer Menschen verwendeten, waren also auch die okay. Endlich konnte man loslegen, die schlechten Zeiten waren fast vorbei. Sonne für alle.